done. I told my parents I'll go out, I need another scene. I don't know where, I don't know when, I don't know what I mean. And as the story begins, I start to think about the end. I think about my Rooney and his invisible friend. The company collects a colony of drunken dogs. I don't know where, I don't know when, I don't know what I want. What I want, what I want, what I want. Combat songs and traffic, but they pass me on my way. But if you want to go, please just let me know. Combat songs and traffic, but they pass me on my way. But if you want to go, please just let me know. Baby mama drama hits me on the second floor. I came around to see the Peter loves my Eleanor. The filthy $50 marks my way up to the screen. I don't know where, I don't know when, I don't know what I mean. And as the blinker blinker says that I'm a Rooney's friend, I turn around to see you join the company of men. The Flanders sons are drunk, the dogs who run around the park. I don't know where, I don't know when, I don't know what I want. What I want, what I want, what I want. Combat songs and traffic, but they pass me on my way. But if you want to go, please just let me know. Combat songs and traffic, but they pass me on my way. But if you want to go, please just let me know. You let me know when trouble comes along. I'm on my own against the wonderwall. You let me know when trouble comes along. I'm on my own. Hallo, ich bin Kesha von Timmy Tiger und wir drehen hier unser Video Combat Songs and Traffic Fights. Zum einen wollten wir die Band zeigen, wollten wir ein Performance-Video machen, weil die Band ja noch nicht bekannt ist, noch nicht so bekannt in Form von Videos. Das heißt, wir wollten unbedingt, dass man die auch sieht, die Band in dem Video. Dann dazu kamen natürlich diese Comic-Elemente. Die Band macht ja Comic-Pop. Dadurch ist zum Beispiel dieser Stoffhase da reingekommen, aber es wird auch hinterher noch andere Elemente, hoffentlich in der Post, hoffe, das funktioniert alles, da reinkommen, die da rein animiert werden, so Seifenblasen, ähnliche Einstrahlungen in verschiedenen Farben und so, die das dann hoffentlich so eine Mischung aus Comic-Stil und Performance-Video da entstehen lassen werden. Wir haben den Begriff Cartoon Pop gewählt, weil wir zum einen viele kitschige Sounds benutzen, so Springgeräusche, also so Sounds, die auch in Cartoons vorkommen. Wir haben auch sehr viel Cartoons früher geguckt und die haben uns schon sehr geprägt. Und zum anderen malt der Klaus Kornfield ja unsere Bilder, den Tiger, und von denen lassen wir uns auch sehr inspirieren beim Songwriting. Die Texte sind zum Teil autobiografisch, also aus unserem Leben herausgezogen, zum Teil auch sehr fantasievoll und so ein bisschen durchgedreht, und wir spielen da auch viel mit Wörtern und so Gegebenheiten und Tieren. Und es ist halt alles sehr cartoonhaft und überzogen.
Mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass bei jedem Song ein Bild kreiert wird, dass die Leute, wenn sie das Stück hören, auch gleich irgendwie Bilder im Kopf haben. Combat Songs and Traffic Fights ist so ein spezielles Beispiel eigentlich, weil das so das Stück ist, was für mich am ehesten diesen Cartoon-Aspekt im Text auch widerspiegelt. Also für mich war das so ein Bild von einer Stadt, in der halt irgendwie ganz viel passiert. Und so ein kleines Kind geht halt durch die Straßen und sieht halt auf den Straßen alles Mögliche, was da passiert. Wir hatten ganz besonders mit dem Wetter zu kämpfen heute. Ich glaube, wir haben 4 oder 5 Stunden nur gewartet. Und das war auch nicht so, dass man gesagt hat, so, wir drehen jetzt eine Stunde und haben dann eine Stunde Pause. Sondern es war immer so 5 Minuten drehen, 5 Minuten warten, 5 Minuten drehen, was natürlich extrem energiezehrend war. Und wir hatten alles dabei, von strahlender Sonne bis Hagel und Gewitter. Sturm, zwischendurch ist mal das Zelt weggeflogen, wo unsere ganzen Sachen drunter lagen. Und das war insofern recht anstrengend. Aber das Schöne daran ist, dass wir dadurch natürlich ganz tolle Lichtstimmungen bekommen haben. Ich hoffe, dass es dadurch dann natürlich besonders gut aussieht hinterher. Drehschluss. Hallo, ich bin Evgeni und ich spiele Keyboards in der Band Timid Tiger. Ich bin Christian, ich spiele Gitarre, zweite Gesangsstimme und so ein paar kleine Synthesizer. Ich heiße Keshav und singe und spiele Gitarre bei Timid Tiger. Ich bin der Felix und ich spiele Schlagzeug. Ich bin Thilo und ich spiele Bass. Also Christian und ich haben uns im Sommer 2002 getroffen, im Rose Club in Köln, und haben halt gemerkt, dass wir sehr viel Gemeinsamkeiten haben und einen ähnlichen Geschmack haben, was Musik betrifft. Und dann haben wir beschlossen, Musik zu machen, haben angefangen, Stücke zu schreiben auf der Akustikgitarre erstmal und wollten dann aber weitermachen, auch eine Band draus machen. Und das war ganz praktisch, dass ich früher schon mal in der Band gespielt habe mit den anderen, alle außer Christian. Dann haben wir die so nach und nach dazugeholt und im Winter 2002 waren wir dann komplett. Also wir nennen ihn ja Cartoon Pop und das mit dem Pop erklärt sich ja eigentlich von alleine, dass wir immer Strophe, Refrain haben, gute Melodien und kurze, knappe Songs. Wir haben den Begriff Cartoon gewählt, weil wir zum einen viele kitschige Sounds benutzen, so Springgeräusche, also so Sounds, die auch in Cartoons vorkommen. Zum Beispiel so, ja, wenn so ein, diese Spring, also kennt diese Boing-Boing-Geräusche und so, das kommt dann meistens vom Keyboard. Und wir haben auch sehr viel Cartoons früher geguckt und die haben uns schon sehr geprägt. Und zum anderen malte Klaus Kornfield ja unsere Bilder, den Tiger, und von denen lassen wir uns auch sehr inspirieren beim Songwriting. Darum spielt der Cartoon-Aspekt schon eine große Rolle. Also unser erstes Konzert im Mai 2003 haben wir gespielt mit der Band Katze, wo Klaus Kornfield singt. Und da haben wir ihn halt kennengelernt und er hat bei unserem Konzert, stand er ganz vorne und hat auch getanzt und ihm hat es richtig gut gefallen. Dann sind wir nach dem Konzert ins Gespräch gekommen und haben ihn mal gefragt, weil wir ihn kannten als Comiczeichner und die Sachen auch sehr cool fanden, die er gemacht hat, ob er denn mal für uns den Tiger malen würde, so wie er unsere Musik hört. Und dann kam eine Woche später halt das erste Bild von dem Tiger mit der Gitarre in der Hand. Das ist auch auf der Miss Murray Single drauf zum Beispiel. Und von da an war irgendwie für uns auch so klar, dass, wenn wir mal so klingen, wie das Bild aussieht, dass das schon sehr, sehr, sehr cool ist. Und von da an haben wir immer so ihm Musik rübergeschickt und er uns Bilder und uns immer so gegenseitig beeinflussen lassen.
wir waren auf der Suche nach einem Protagonisten und da ist der Tiger auf uns zugekommen, weil ja, anfangs stand die Idee eines Hörspiels da und wir brauchten einfach jemanden, der vorne ansteht. Und da die Geschichten, die wir in Songs so erzählen, fabelähnlich sind, also eine Parallelwelt spielen und Tiere quasi die Eigenschaften von Menschen übernehmen, fanden wir den Tiger ein ganz gutes Tier, um das zu symbolisieren, weil dieser junge Tiger, für den wir uns ja entschieden haben, sowohl dieses Raubkatzenhafte hat, also dieses gefährliche, große, bedrohliche auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch dieses niedliche, kleine, possierliche Kätzchen ist. Und deshalb der Tiger. Die Texte sind zum Teil autobiografisch, also aus unserem Leben herausgezogen, zum Teil auch sehr fantasievoll und so ein bisschen durchgedreht. Und wir spielen da auch viel mit Wörtern und so Gegebenheiten und Tieren. Und es ist halt alles sehr cartoonhaft und überzogen. Ich denke, der Stellenwert ist genauso hoch wie der Musik. Combat Songs and Traffic Fights ist so ein spezielles Beispiel eigentlich, weil das so das Stück ist, was für mich am ehesten diesen Cartoon-Aspekt im Text auch widerspiegelt. Also für mich war das so ein Bild von einer Stadt, in der halt irgendwie ganz viel passiert. Und ja, so ein kleines Kind geht halt durch die Straßen und sieht halt auf den Straßen alles Mögliche, was da passiert und verschiedene Eindrücke. Und einfach so dieser Spaziergang durch die Stadt, den habe ich versucht, irgendwie so comichaft darzustellen. So, das ist eigentlich das größte Teil, worum es geht in dem Stück. Ja, also wir haben, vielleicht kann ich da anfangen, im November 2004 haben wir erstmal eine Europa-Tour gemacht, eine kleine, mit einer Band aus Seattle, die hießen The Girls. Und ja, da haben wir in verschiedenen Ländern gespielt, Frankreich, Italien, Schweiz und Deutschland. Und das war schon eine gute Erfahrung für uns, mal jeden Tag zu spielen. Und Höhepunkt von dieser Tour war auch, dass wir in Italien im Vorprogramm von Graham Coxon spielen durften, was für uns ein ja, Riesenerlebnis war. Und ja, dann ging es weiter. Nach der Tour sind wir ins Studio gegangen, 2 Monate, haben das Album aufgenommen und sind danach nach London geflogen, haben das mischen lassen von Phil Vinyl, was auch nochmal sehr war nochmal sehr wichtig für den Sound. Also das klingt halt, er hat da nochmal so einen ganz eigenen Charakter beigefügt. Und ja, nach dem Mischen kam dann das Mastering im Abbey Road Studio. Da warst du dabei, vielleicht kannst du kurz mal was. Ja, wir waren prinzipiell auch nicht so lange da. Wir waren jetzt mit unseren Produzenten quasi in London extra dafür hingereist. Und das war echt ein tolles Erlebnis, mal in die Heiligen Hallen, weil wir auch von Beatles sehr beeinflusst worden sind, mal wirklich reinzugehen und da an einem Ort, wo sie eigentlich alles produziert haben und aufgenommen haben, dann tatsächlich unsere CD fertigzustellen und dann auch die Platte zu cutten. Ich denke, dass die Idee, die wir präsentieren und die Musik, die wir machen, sehr eigenständig ist und was Neues vor allem ist. Und deswegen sind wir auch stolz darauf und verstecken uns auch von niemandem. Wir haben auch vor Lado ein Angebot bekommen von einer größeren Plattenfirma, die halt auch gefragt hat, ob wir Miss Murray mal auf Deutsch singen könnten oder ja, würden. Dann hätten die uns genommen und uns groß rausgebracht. Und das kam für uns absolut nicht in Frage. Wir haben schon unsere eigene Vorstellung und Vision und die wollen wir auch irgendwie, ja, so gut es geht, selber ausführen. Und bei Lado fühlen wir uns sehr wohl und können da schon in allen Bereichen auch irgendwie mitreden und unsere Ideen einbringen. Auch jetzt bei dem Video haben wir uns vorher natürlich getroffen mit dem Christian Tede und halt alle unsere Ideen mit eingebracht und so. Das ist schon sehr wichtig. Also von mir aus gesehen sind die sehr, sehr vielschichtig. Also es geht von der modernen Popmusik halt bis in den Chanson-Bereich der 20er. Da ist eigentlich alles drin und bei Tim Tiger finden sich viele von diesen Elementen aus den ganzen Epochen auch wieder. Und aktuelle Bands, die ich gut finde, fällt mir jetzt spontan Band Sebastian, finde ich sehr gut. Die machen ja auch einen sehr orchestralen Sound und mit vielen Musikern auf der Bühne auch so ein kleines Theater. Oder Emiliana Turini finde ich super, die macht ganz ruhige Musik mit Akustikgitarre und Stimme fast nur ganz reduziert.
höre ich im Moment sehr viel. Kraftwerk höre ich im Moment sehr viel, obwohl es auch eine ältere Band ist. Aus den 80ern, Elektronikerfinder. Die Flaming Lips zum Beispiel. Finde ich auch sehr gut. Aber da, also, wir hören natürlich sehr viel Musik. Man könnte jetzt mehr aufzählen, aber beeinflussen tut uns das, glaube ich, eher so indirekt. Also wir hören sehr viel verschiedene Musik, aktuelle, und können jetzt nicht abstreiten, dass uns die beeinflusst, aber nicht halt direkt, dass man es raushören könnte, denke ich mal. Also mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass bei jedem Song also auch ein Bild kreiert wird, dass die Leute, wenn sie das Stück hören, auch gleich irgendwie Bilder im Kopf haben. Und meistens ist es auch so, dass wir dann einen gewissen Teil im Stück haben, der das dann nochmal richtig extrem auch irgendwie versucht darzustellen. Das finde ich schon sehr besonders. Also wir wollen ja auf jeden Fall unsere Performance irgendwie weiter ausarbeiten. Wir wollen mal so eine Art, weiß nicht, man könnte es Cartoon-Oper nennen, also in der Vision, dass wir richtig viel machen mit Puppen und Konfettibomben und ja, mit was? Mit Magiern, genau. Also dass man immer nach und nach irgendwie da verschiedene Sachen auch dazu holt, denke ich mal. Das ist so eine Vision, die wir haben. Und ich denke mal, auf die Band bezogen ist, dass wir natürlich auch international spielen wollen. Also wir singen auf Englisch und die Musik soll jetzt nicht nur für irgendeinen bestimmten Markt oder irgendein Land beschränkt werden. Wir wollen ganz gerne in andere Länder reisen und die Fremdkulturen mal kennenlernen und dann natürlich unsere Musik da auch präsentieren und gucken, was die Leute dazu sagen, ob die wirklich auch dann uns verstehen oder nicht. Wir waren jetzt schon in ein paar Ländern und haben gemerkt, dass die Fans da auch ganz anders auf die Musik reagieren. In Italien haben die zum Beispiel einfach viel mehr gejubelt und ich denke, dass wenn wir zum Beispiel nach England fahren würden, dass die dann nochmal komplett anders reagieren würden. Zum einen wollten wir die Band zeigen, wollten wir ein Performance-Video machen, weil die Band ja noch nicht bekannt ist, noch nicht so bekannt in Form von Videos. Das heißt, wir wollten unbedingt, dass man die auch sieht, die Band in dem Video. Dann dazu kamen natürlich diese Comic-Elemente. Die Band macht ja Comic-Pop. Dadurch ist zum Beispiel dieser Stoffhase da reingekommen, aber es wird auch hinterher noch andere Elemente, hoffentlich in der Post, ich hoffe, das funktioniert alles, da reinkommen, die da rein animiert werden, so Seifenblasen, ähnliche Einstrahlungen in verschiedenen Farben und so, die das dann hoffentlich so eine Mischung aus Comic-Stil und Performance-Video da entstehen lassen werden. Wir hatten ganz besonders mit dem Wetter zu kämpfen heute. Ich glaube, wir haben 4 oder 5 Stunden nur gewartet. Und das war auch nicht so, dass man gesagt hat, so, wir drehen jetzt eine Stunde und haben dann eine Stunde Pause. Sondern es war immer so 5 Minuten drehen, 5 Minuten warten, 5 Minuten drehen, was natürlich extrem energiezehrend war. Und wir hatten alles dabei, von strahlender Sonne bis Hagel und Gewitter. Sturm, zwischendurch ist mal das Zelt weggeflogen, wo unsere ganzen Sachen drunter lagen, und das war insofern recht anstrengend. Aber das Schöne daran ist, dass wir dadurch natürlich ganz tolle Lichtstimmungen bekommen haben. Ich hoffe, dass es dadurch dann natürlich besonders gut aussieht hinterher. Wir wecken das jetzt. Super. Und jetzt zieh den Kopf mal bitte ab. Ja, kein Unterschied. Alles klar. Kann man mal ein Eis machen? Und sofort?
herrlich. Man kann auch sein, dass einfach dieses komische Objektiv hier oben umschaut. Na, da vorne. Ja. Und go! Ja, wir haben auf jeden Fall schon die erste Einstellung im Kasten. Das ist doch einmal das. War ja klar. War echt klar, ne? Aber jetzt müsste eigentlich gleich wieder aufhören. Alex, ist die Box wasserdicht? Hey Ben, kommt ins Trockene! Ja, bitte. Thank you.
about to play a combat on the drum. I don't know if it's true, but someone said they had a gun. I told my parents I go out, I need another scene. I don't know where, I don't know when, I don't know what I mean. And as the story begins, I start to think about the end. I think about my Rooney and his invisible friend. The company collects a colony of drunken dogs. I don't know where, I don't know when, I don't know what I want.